Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Next Car Game. Willkommen zurück zu Wreckfest und wir haben ein neues Update mit im Petto. Wir haben unter anderem eine neue Strecke bekommen, Sandpit 3. Wir haben eine neue Figure 8 Variante für den Speedway 2. Schauen wir uns natürlich alles gleich an. Und natürlich, ja, hier und da ein bisschen was, ja, streckenmäßig, ein bisschen Level Art. Checkpoints wurden verändert bei der Sandpit Strecke. Und halt hier und da so ein bisschen was getan, wie man das natürlich kennt. Aber die großen Punkte, die haben wir schon gefahren. Damage-System wurde auch ein bisschen überarbeitet, ne? Soll ja realistischer sein und so. Das wird eigentlich, keine Ahnung, mit jedem Update liest du irgendwas zum Damage-System. Schauen wir mal, ob uns was auffällt. Und ja, auch was Mods angeht, habe ich momentan alles leergeräumt bis hier auf den Dodge Charger und den Lancia Delta HF Intergrail. Das sind zwei Mods, die gibt es auch gar nicht mehr im Steam Workshop, deswegen sind die anscheinend hier oben noch drin. Ansonsten habe ich alles ausgeräumt, weil sich das Spiel für eine Zeit lang mal nicht mehr starten konnte, aufgrund der Mods, denke ich mal, weil ich habe da eigentlich soweit immer alles runtergeladen, was es da eben im Workshop Neues gibt. Und ja, es gibt jetzt auf jeden Fall auch so ein Command, den du in die Konsole irgendwie eingeben kannst oder in die Eigenschaften vom Wreckfest, die das dann da irgendwie verhindert, dass die Mods geladen werden, wie auch immer. Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt und auch noch nicht ja, gebraucht, sagt man das so. Egal, wir schauen uns jetzt erstmal die neue Sandpit-Strecke an. Ich würde hier gerne den European 3 behalten. Ich gucke hier nochmal, haben wir noch einen anderen Paint-Job? Irgendwie was Interessantes. Wenn wir mal gerade durchgucken, ja, das ist alles so ein bisschen eintönig. Lassen einfach mal hier die schwarze Variante, warum auch nicht. Schöne Chromfelgen. Die Automodelle sehen ja eigentlich alle immer ganz schick aus. Mal gucken hier, wir haben Repair-Punkte, die können wir jetzt gerade nochmal hier drauf knallen. Drei Stück waren's, okay. Und dann schauen wir mal, ja, hier Mods sind aktiviert, keine Rundenzeiten, dies, das. Und da haben wir schon Sandpit 3. Wir haben zwei Routen, das ist eine... ja, volle Route kann man sagen, und dann haben wir eine Sprint-Variante, die können wir natürlich auch ebenfalls ja, Reverse fahren, andersherum. Ja, wir nehmen erstmal die erste Route, das müsste die längere Version sein. Ich bin ja auch schon mal eine kurze Testfahrt gefahren, sieht man da schon an der Zeit. Ja, Banger Race, drei Runden, alles wunderbar, Clear Day. Ja, hier automatisches Schalten lassen wir natürlich aus, wir fahren dann mit Lenkrad, das machen wir schön manuell. Und ja, ABS-Traktion und die Stabilität soweit habe ich eigentlich gerne auf voll stehen, weil ich so am meisten meinen Spaß habe, muss ich sagen. Also Handbremse und so komme ich so am besten mit klar. Ich habe die Hilfen auch natürlich, also ich habe da natürlich auch mal so für mich ein bisschen rumprobiert, oder wir können das auch mal gerne in der Aufnahme machen irgendwann. Man kann die ja auch halbieren und nicht sofort ausstellen. Also es gibt drei Stufen, aus, halb und voll. Und ja, ich komme eigentlich so echt am besten zurecht. Ich habe da so am meisten meinen Spaß. Ich bin da nicht so der ultimative Simulationsfreak. Aber wie gesagt, das können wir ja irgendwann mal ausprobieren. So, willkommen auf Sandpit 3. Und die Strecke sieht für, dass sie noch under construction ist, doch ganz schön schick aus. Wir haben hier und da ein paar hässliche Bäume. Wenn man da mal so in die zweite, dritte Reihe guckt. Aber ansonsten sieht die Strecke doch echt schick aus. Die Wolken, der Himmel, die Farben, die Sonne finde ich sehr schön. Und dann starten wir doch gleich mal. So, auch eine weitere Neuerung, die man jetzt hier sieht. Bei den Gegnern haben wir jetzt auch so eine, ja, Damage-Anzeige. Da sieht man eben, ja, wie viel Schaden die Gegner... Boah, ich sehe nur Staub. Und wir werden wir hier schön wieder durchgereicht. Jawoll. Fängt ja schon mal gut an. Mit der wunderschönen Scheibenanimation. Da kann Carcloth, glaube ich, auch nichts mehr machen. Aber was soll's. Sind erstmal auf den letzten Platz durchgereicht. Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall diese Damage Bar da über den Gegnern zeigt halt eben an, wie es halt... mit dem, okay, die Scheibe ist jetzt wieder weg, sehr schön. Wie es halt mit den Gegnern aussieht. Unten links haben wir unsere Anzeige auch dazu bekommen.
Und ja, die kann man auch, soweit ich weiß, im HUD gar nicht ausstellen. Was ein bisschen nervig vielleicht auf einer Seite ist. Und ein bisschen zu früh mit der Handbremse. Und wir hopsen hier so ein bisschen rum. Eieiei. Haben wir schon gut Damage hinten drauf bekommen. Ist alles schon rot. Aus dem zweiten Gang beschleunigt er auch nicht so unfassbar gut. Da kann man oder muss man sogar in den ersten mit runter. Ja, man merkt es auch schon ein bisschen am Handling, der ist ein bisschen komisch. So, und dann hier wieder auf die Startziel. Also wir haben hier auch gemischte Verhältnisse, ein bisschen Rallycross-mäßig. Die Sandpiste natürlich und auch zwei Asphaltstücke. Und wir haben hier auch eine, ja, Kreuzung drin, ne? Eine kleine 8. Auch ganz cool. So, den konnten wir hier mal wieder. Auch eine ganz coole, so was machst du hier? Eine ganz coole Ecke hier. Also die Strecke sieht schon ganz schick aus, schon ganz brauchbar. Rot. Boah, der fährt aber auch einfach uns vorbei und drängelt uns hier einfach mal weg. So, mehr Scheibe ist ab. Wir werden durchgereicht sind. 23. Das dann auch nochmal zu den Fahrhilfen. Ne? Warum sollte ich die ausschalten, wenn ich schon so meine Probleme habe? So, und wir werden von dem einen hier einfach mal angeschoben, Alter. Goddamn KI. Kann aber auch nicht wirklich mehr gescheit fahren irgendwie, keine Ahnung. Fühlt sich alles ziemlich schwammig an. Aber unser Auto sieht auch schon relativ verbogen aus. Aber die Strecke im Allgemeinen, die kann man echt cool abfahren. Ist ein bisschen länger, ne, so die Route. Die Runde. Oben rechts haben wir jetzt eine 1,30, 1,30, 1,40. Ist schon eine etwas längere Strecke. So, letzte Runde schon gestartet. Ich glaube, viel aufräumen können wir dann nicht. Sind letzte, da vorne fahren sie weg. Okay, mit den European 3 auch nicht unbedingt das stärkste Auto genommen. So, die ersten sind schon im Ziel. Wir kommen hier mal wild rausgedriftet. Kommen noch nicht mal richtig in den Gang rein. Oh, da hat sich einer gedreht. Locker vorbeifahren. Handbremse, jawohl. Und er hat wieder gekontert. Also die KI sehr aggressiv irgendwie. Die haben uns ganz schön über die Strecke geschoben. Und die fahren uns auch wirklich weg. Also. Okay, das war jetzt unser Fehler. Komm, dreh dich. Der hat aber auch eine Beschleunigung. Die ist nicht mehr feierlich. Müssen wir uns gleich mal ein anderes Fahrzeug aussuchen. Aber haben schon mal einen ersten Eindruck von der Strecke bekommen. Hier auch ein Lancer auf der Strecke. Oh, waren sogar zwei. Der eine hat sich komplett weggeschossen, weswegen wir nicht Letzte geworden sind. Nun gut. Ja, was haben wir denn hier? B-Klasse war das. Ja, gehen wir mal American 4. Da haben wir ein bisschen mehr unter der Haube. Können ja auch gerade nochmal gucken. Ja, von hier aus hier das Gelbe ist ja auch egal. Wie sieht es denn hier von den Parts her aus? Können den eigentlich auch so weit voll machen? Hier Bremsen nochmal. Die Reifen. Okay, ist das soweit hier auch auf Racing gemacht? Ich ändere das auch eigentlich gar nicht so von Strecke zu Strecke, wenn ich jetzt mal irgendwie Gravel oder Sandpit fahre. Also mich juckt das eigentlich nicht so.
Ja, gehen wir mal zum Speedway 2. Da haben wir ja die Figure 8 bekommen. Da bin ich auch schon mal ganz kurz gefahren. Was soll es da auch groß irgendwie dann zu zeigen geben? Man fährt halt diese typische 8 eben in diesem Stadion. Kennen wir ja schon. Nehmen mal 5 Runden und lassen die Einstellungen so weit. Und dann machen wir das nämlich auch mal durch. So, da haben wir das Ganze. Ist natürlich ganz vorteilhaft in so einem Stadion. Da kann man eine Menge kombinieren. Wir haben den großen Oval, wir haben den kleinen Oval und jetzt auch die Figure 8. So, hier macht der Damage Bar schon wieder so ein bisschen mehr Sinn. Auch wenn es kein Destruction Derby ist. Upsala. Aber schon interessanter hier, wie es auch mit den Gegnern aussieht. Und da kommen schon die. Boah, da werden wir aber gut. Hallo? Okay, wir liegen auf der Seite. Werden wir zurückgesetzt oder müssen wir das selber machen? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal Reset Car. Es gibt schon auch einen Button, den man belegen kann, aber bin ich mir jetzt nicht sicher. So, Scheibe ist jetzt wieder ein bisschen angeschlagen, hat auch ein paar Dreckeffekte und sofort ist halt eben das ganze Bild so ein bisschen abgedunkelt. Also das sieht halt nicht so sonderlich schön aus. Sieht echt nicht schön aus, dass das ganze so dunkel dann auf einmal ist. So hier, boah, das war knapp. Wo sind wir denn? Fünfter? So, mit ein bisschen Glück hier durch. Boah, wie sieht denn der hier vor uns aus? Der Kleine. Der hat schon ein bisschen was abbekommen. Und da bekommen wir einen voll in die Seite rein. Oh, wow. Den Dritter. Alles noch gut soweit. Vorne ist der Zweite. Der bekommt einen mit. Wir können hier gut durch. Jetzt noch die eine links. Da müssen wir schon durchs Ziel eigentlich kommen. Ist ja schon die letzte Runde. Nee, doch noch nicht. Boah, aber. Ah, hier war's, okay. Oh, wir sind sogar noch Erster geworden. Da haben wir uns gut durchgeschlingelt. Das war sehr, sehr cool. Was haben wir denn hier? Zeit? Ja, gut, 2 Sekunden noch. Da sind wir da noch ganz gut durchgekommen. Ein Dodge Charger ganz unten ausgeschieden. Haben wir auch dabei gehabt. So. Ein bisschen Cash bekommen. Gehen wir hier so ein bisschen Reifen. Bremsenmäßig, da oben stimmt eigentlich noch so weit. Wir können hier noch zack und dann können wir noch mal Reifen machen, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss nehmen wir uns noch mal den Launcher und fahren noch mal die zweite Route der neuen Sandpit. So, Route 2, das ist eine ja kürzere Variante, Version, wie schon gesagt. So, Start. Und gucken wir mal, wie die sich fahren lässt. Die habe ich auch schon mal ebenfalls kurz ausprobiert. Aber ja, absolut orientierungslos noch. Ich habe die Strecke jetzt bei Weitem noch nicht im Kopf. Gucken wir mal. Ladezeiten kommen einem auch irgendwie wieder ewig vor, ich weiß nicht. War das früher auch schon so? Aber das haben wir jetzt auch überstanden. So, Startziel ist dasselbe. Und mal schauen, wo es uns dann hin verschlägt. Jetzt mit dem Lancia World Rally Car unterwegs.
Wir sehen nur Staub und wir versuchen einfach mal hier durchzukommen. So, oh, da sind Steine. Aufpassen. Da war, glaube ich, auch eine Lampe. Und wir haben es soweit ganz gut hier durch das Hauptfeld geschafft. Upsala, verschaltet. Oh. Schon gut was hier von unseren Damage-Balken da links wegbekommen, obwohl alles noch weiß angezeigt wird. Noch merkwürdig. Und aufpassen. So, was machst du hier links? Aber guck mal, er drängelt uns, er will uns komplett abdrängeln. Unfassbar. Verpiss dich. Er fährt lieber geradeaus, ne, um uns einfach wegzuhauen. Unfassbar. Haben wir das früher auch schon immer so gemacht? So, eine Runde jetzt schon absolviert. Ein paar Stellen kommen mir bekannt vor aus der ersten Route. Oh, upsala. Ja, wir sehen es auch links, ne? Schon hier im Orangenen. Oder werden wir nicht ganz aufgespießt zum Glück. Fast überschlagen. So, letzte Runde. Ja, man sieht, ich sehe nur unten links meinen Balken, der ist schon im Roten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier irgendwie falsch mache. Ich habe keinen großen Crash oder so mitgenommen. Keine Ahnung. Scheint aber natürlich am Auto selber zu liegen. Ich meine, wir sind hier mit einer Mod unterwegs. Ne? Ist natürlich, boah, ich bekomme den vierten so schlecht rein, unfassbar. Deswegen hier immer Probleme in der Kurve. Scheibe ist auch gut irgendwie schmutzig oder was das da immer, was das da für ein Effekt sein soll. So, noch ein Platz hier eingebüßt, aber den versuchen wir uns wieder zu holen. Oh, Nummernschild haben wir abgefahren. Das sah irgendwie cool aus. So, jetzt beim Rausbeschleunigen, aber ja, da hat er glaube ich mehr Power. Wobei, jetzt ziehen wir mehr. Oh, ein bisschen sogar noch neunter geworden. Das war nochmal ein spannendes Duell. Ja, Lancia Delta Power. Neunter Platz in den Top 10. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Das war der neueste Content aus Wreckfest aktuell. Und dann, ja, bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal bei Next Car Game Wreckfest.